Herzlich willkommen hier bei Zapunzels Orakel. Ich freue mich, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Und wir schauen, was die nächsten 24 Stunden in Sachen Liebe denn so bringen möchten. Ich mache eine kurze Gegenüberstellung, versuche mir aber wirklich kurz zu fassen, weil nicht jeden Tag, ne, unendliche Durchbrüche passieren. Und da es sich hier um allgemeine Legungen handelt, ist das in den Einzelfällen sowieso immer ein Stück weit unterschiedlich. Du nimmst das für dich mit, was sich für dich stimmig anfühlt. Und ich lege jetzt mal los und hätte gerne gewusst, was bringt die Liebe oder was kommt in Sachen Liebe auf dich zu und auf dein Gegenüber. Und das Gegenüber heißt hier einfach mal Otto, auch wenn es manche Menschen stört, würde ich ihn Ludwig nennen. Da wird sich jemand anders getriggert fühlen. Otto ist ein Spiegelname und aus dem Grund hat sich das irgendwann entwickelt. Der heißt Otto, der bleibt Otto und du hast einen Wunsch frei. Du hast in den nächsten 24 Stunden einen Wunsch frei. Das ist wie mit einer Pusteblume. Manifestier dir was. Mach die Augen zu, das kannst du jetzt im Moment tun. Manifestier dir was und gib es ab ans Universum und vertraue darauf, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Man sieht es dieser Lady an, der wachsen da schon Bäume aus dem Kopf. Es hat bei vielen schon vieles an Heilung stattgefunden. Und ja, wünsch dir was. Irgendetwas wird dir heute erfüllt. Und die zweite Karte, die auf den Tisch fallen wollte, ist: Freue dich über Unterschiede, du und dein Otto. Ihr habt zwar zwei ähnliche Seelenanteile, die in euch schlummern, aber wo du mit den Sachen vielleicht positiv umgehst, wittert er immer Gefahr. Wo du ja so ein unbezwingbarer Optimist bist, lässt er den Pessimismus walten. Es ist aber nicht so, als würde er sich nicht anstecken lassen können von deinem Optimismus. Manchmal ist es auch andersrum. Wie gesagt, es ist hier eine allgemeine Legung. Freut dich darüber, dass er andere Facetten hat wie du, denn das bereichert. Ne? Wenn er Heavy Metal hört und du nur Balladen, dann kannst du zwar am Anfang denken, boah, Heavy Metal ist überhaupt nichts für mich, aber wenn du dich reinhörst, wenn du dich mit dem ganzen Kram vielleicht einfach mal auseinandersetzt, vielleicht hörst du da doch was, was dir gefallen könnte. Inspiration ist das Schlagwort zwischen euch jetzt hier am Wochenende. Er kommt gerade in seine Kraft. Es scheint gerade irgendwas stattzufinden, was ihn wieder in seine Kraft zurückbringt, die er ja jetzt wirklich ein paar Wochen hat vermissen lassen. Und es gibt Menschen in seinem Umfeld, die ihm den Rücken stärken. Einer davon bist im besten Falle du. Aber ich habe so den Eindruck, es gibt auch noch andere. Es könnten Familienmitglieder sein. Der Schutz vom Universum, wo er jetzt einfach so denkt, so, und jetzt weiß ich, wo ich lang will. Und jetzt weiß ich, wie ich da hinkomme. Und jetzt mache ich einfach mal los. Ich erspüre hier auf seiner Seite auch momentan ziemlich viel Mut, Zuversicht. Das ist schön. Du steckst in den kommenden 24 Stunden so in etwa in dieser Energie. Ich muss so in etwa sagen, weil es eben keine Privatlegung ist. Das ist ein Unterschied und zwar ein gewaltiger. Für dich sind hier die sechs Stäbe rausgehüpft. Ich glaube, dass du ziemlich in deiner Leichtigkeit bist. Du hast auch wieder Zuversicht zurückerlangt, hast das Empfinden. Wir haben uns wieder auf den Weg gemacht, Hand in Hand, finden wieder besser und mehr einen gemeinsamen Nenner. Die alte Leichtigkeit kommt ein Stück weit zurück. Du erkennst immer mehr, warum er es ist und niemand anderes. Das ist dir vielleicht auf dem Weg zwischendurch auch schon mal ein bisschen abhanden gekommen, weil der Kopf dann doch wieder dazwischen gefunkt hat. Ich habe so das Empfinden, du bist bereit aufzubrechen zu neuen Ufern und er hat den Wagen. Das heißt, hier kommt ordentlich Schub nach vorne und Vorwärtsbewegung in eure Geschichte in den nächsten 24 Stunden. Er sagt dir Folgendes. Ich wünschte, wir könnten uns mehr austauschen. Der Otto sagt, ich wünschte, wir könnten uns mehr austauschen. Gib ihm ein Signal, dass es kein Problem ist. Und ich bin gerade voll in der Zeit der Heilung. Und du, was erzählst du? Zum ersten Mal, dass hier nur zwei Karten rausfliegen.
Also so eine Litanei diese Woche, du sagst, ich spüre ganz genau, was in dir vorgeht. Auch wenn ich die Details nicht weiß, ich weiß immer genau, wie es dir geht. Und ich wünschte, hier könnte langsam mal eine positive Veränderung stattfinden. Und dann gucken wir doch mal, was passiert. Ich mache ein Spoilerchen für die kommenden 24 Stunden. Das Yin und Yang Orakel gibt uns die erste Überschrift. Für dich Mitgefühl. Das Mitgefühl. Wenn du ihn so gut spüren und fühlen kannst, manchmal am Anfang ist das so, dass es schwer ist, auseinanderzuhalten. Irgendwann hat man da ganz genau ein Gefühl dafür, was es meins und was es seins. Dann kannst du auch ganz genau erspüren, welche Schritte gerade nötig sind, welche Schritte gerade vielleicht eher nicht nötig sind. Aber grundsätzlich die Impulse, die man bekommt, leiten einen absolut richtig auf diesem Weg. Ach, wie schön. Er kommt in die Stärke, in, na, die Sonnenenergie, ermächtigt sich selbst. Da freue ich mich jetzt richtig drüber. Es hat lange genug wieder gedauert. Und ich nehme den Kartensalat und schaue mir mal an, was jetzt die nächsten 24 Stunden für dich im Gepäck haben, hier in dieser Love Story. Das Kreuz. Vielleicht hast du eine Zeit des Weges sein Kreuz mittragen müssen. Und das gepaart mit deinem eigenen, das ist schon mal eine schwere Geschichte. Es ist auf jeden Fall gerade was zu lernen für manche, sofern du mit der Legung hier in Resonanz gehst. Und zwar, dass diese Verbindung hier ein wahnsinnig großes Geschenk ist. Ein wahnsinnig großes Geschenk ist, sich aus seinen eigenen Rüstungen zu befreien, Zweifel aufzulösen. Na, der kommt immer mal wieder an die Oberfläche, aber wenn du ehrlich zu dir selber bist, du kommst aus dieser Geschichte nicht raus, nicht ohne dich selber zu betuppen. Wichtig ist, dass du dir jetzt hier nicht seinen Kopf zerbrichst, sondern dir vielleicht mal eher Gedanken machst, was mit dir los ist. Sollte dich da momentan was triggern in deiner Story? Viele haben diese Lernaufgabe aber auch schon begriffen. Und ja, warte, was ist denn da jetzt noch rausgefallen? Und für alle, die merken, dass sie gerade ein bisschen unruhig sind, die könnten ja mal fragen, was auf Ottos Seite los ist und wie sie da vielleicht dafür sorgen könnten, dass diese Unruhe, ja, sich wieder so ein bisschen komfortabler verwandelt. Es gibt hier einige, die noch mit einer Traurigkeit kämpfen, aus Angst, den Otto verloren zu haben. Das passt nicht zu den Überschriften, aber es gibt diese Menschen im Kollektiv und an die soll ich mich wenden hier. Je mehr du hier in den Widerstand gehst, desto unruhiger wirst du selbst, desto unruhiger wird dein Körpersystem. Wenn da noch eine Traurigkeit ist, weil er deine Bedürfnisse nicht erfüllt, deine Erwartungen nicht erfüllt, dann schau dir diese Traurigkeit an. Er erinnert dich an irgendetwas aus der Kindheit, das darfst du auflösen und dich hier mal auf die Reise machen und dich mal hinterfragen, warum bist du diejenige, die hier beurteilen darf, was er jetzt muss und was er nicht muss? Der Otto, der jetzt hier wieder voll in seiner Kraft ist, was widerfährt dem in den nächsten 24 Stunden? Der bekommt deine schweren Energien ab. Ja, keine Ahnung, warum die Legung jetzt so verläuft, aber weil es so verlaufen soll. Für ihn ist klar, dass ihr ein altes Ehepaar seid und er hat sich da auch auf den Weg gemacht, Vorbereitungen zu treffen und im Grunde, ne, sich bereit gemacht für die Ernte. Jetzt fängst du da an, in den Widerstand zu gehen, rumzumosern, rumzujammern, es ist alles nicht gut genug. Die schweren Energien bekommt er ab und das ist natürlich so eine Sache, die stört seinen Flow auch. Was macht er dann? Dreht sich um und wendet sich Dingen zu, die ihn mehr erfüllen, weil er möchte seine guten Energien nicht unbedingt irgendwo verpuffen lassen. Du bist die Frau seines Herzens und er hat hier auch Hoffnung,
dass es irgendwann mal friedlich und harmonisch zwischen euch abgehen kann mit diesen Kampfenergien auf deiner Seite. Wer immer sich da angesprochen fühlt, ja, hat er das Gefühl, du kennst ihn nicht, du separierst dich bewusst von ihm. Das heißt, er zieht sich auch zurück und das geht aber auf Kosten seiner Fröhlichkeit. Er duldet niemand an seiner Seite, der eben hier sich aufführt wie das oberste Gericht. Und ich nehme jetzt einfach zum Abschluss noch einen Impuls für all die, für die diese Legung ist. Ich finde mich jetzt hier nicht so wirklich wieder, aber gut. Freundschaft. Verabrede dich, um einen Tag mit einer Freundin oder mit Freunden zu spielen. Wenn der Otto dir gerade nicht gibt, was du brauchst, wenn du dir gerade selber auf den Sender gehst, wenn du Zerstreuung brauchst, es gibt noch mehr Menschen im Leben, nicht nur den Otto, dann such dir eine gute Freundin, einen guten Freund, mach dir eine schöne Zeit, lenk dich ein bisschen ab. Er ist nicht dazu da, dir deine Bedürfnisse zu erfüllen. Ihr seid eigentlich dazu da, um euch beiden gegenseitig gut zu tun. Und ja, ich lasse es mal so stehen. Mal eine komische Legung, sollte so sein. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen, fürs Liken, Abonnieren und Kommentieren. Und willst es wirklich punktgenau wissen, dann kontaktiere mich gerne wegen einer privaten Legung. Es ist alles unten in der Infobox verlinkt. Und jetzt gehe ich mal einen Kaffee trinken. Ich wünsche euch was. Bis dann.